Da sind wir wieder. Trine 2 Let's Play mit Melf. Hallo Melf. Hallo, Und mit M-Box. Flashpinguin. Hallo Flashpinguin. Hallo, M-Box. So, nachdem wir jetzt hier einen Rush und den Weltrekord im Passagen mit Blitzen aufgestellt haben, geht's weiter in Hier geht's. Richtung letztes Level mit Krabby und dem großen Drachen. Noch gar Achtung. nicht. Das ist übrigens das hier Das ist fest an Seilen. das Protoss-Mutterschiff aus StarCraft, würde ich sagen. Der Drache. Was machen wir jetzt? Wir werden nicht sterben, das ist euch klar, ne? Wir brauchen was auf diesem Knopf, damit das so. Okay, so geht's natürlich auch. Das ist genial. Ja. Boah, warum nicht? Einer Den muss auf Gegner diesem werden. Knopf bleiben. Wow. Was? Ach, das war ich der praktische Part oder was? Nee, das war ich, aber. Ach so, perfekt. Oh, genau, heb hoch. Wie dumm, wie dumm. Oh, Achtung, hier kommt Gegner. Ich werfe mal schnell den Goblin ab. Hey, Hinter er kam uns. nicht an, mein Schuss. Bin unsichtbar, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Was denn da, der nudelt? Der Nudel? M-Box, frag am Leben, ich rette dich! Das ist. Ich kann immer nur hin und her springen und ein paar Kisten machen, das war's. Der blockt Kannst mit alle seinen einspringen, Nudeln aber auch. Gongel den gleich. Du musst die Gongel gongeln. Ah. Hebelbeauftragte? Oh. Aber was soll ich spielen, alle meine Elche? Kann ich. Mit vier Glocken. Pretty Bow. Pretty How nice little music. Oh, ihr scheiß Chinesen, könnt ihr jetzt mal. Entschuldigung. Ihr Chinesen. Könnt Okay, ihr jetzt mal. Könnt ihr das lassen? Passt gut auf. Das sind Und ja Affen nicht, im das Rätsel Hintergrund, Alter. Die Lösung. Affen haben Glocken. Ich hätte das Rätsel zur Lösung. Sorry. Wenn ihr dort hinten die Dinger seht, ne? Ich drehe Ja. das mal für euch. Dann ist es Das sind erst, vier, erst, ne? erst die. Hier oben rechts. Oben rechts. Zwei nach. Eins, vier, zwei, Ja, das ist die Kombo. drei. Also erst das hier, Drei, eins, vier, dann den zwei. unten. Vier, falsch. Nicht Was die. geht denn da? Warte, ich mach. Drei, Die. eins, vier, zwei. Drei, Ja. eins, vier, zwei. Ey, das klang jetzt Schön. aber nicht. Das ist ja besser als Guitar Hero. Selbst das Video überschritt es jetzt schon. Oh, okay. Ich, Wo bin ich? das ist wieder genau das Gleiche. Okay. Ja, Mel, Ich wo bin. bist du überhaupt? Hä, ich bin nicht angezeigt. Mal wieder ein Bug, oder? Ich bin doch Ups. da tot rum. Warte mal, hast du gerade deinen Hammer geworfen? Ich liege nur meine Leiche hinter doch, aber ich bin als lebend angezeigt. Wow! Wenn jetzt. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind nämlich die Lebenden alle unten. Guck mal, ich kann dich sogar wiederbeleben. Du bist, glaub, bist du vielleicht unsichtbar? Nein, du siehst doch meine Leiche da, oder nicht? Ja? Ich belebe euch doch auch wieder. Ich bin, habe mich aber nicht bewegt. Geil, wir haben Instant Respawn. Das ist ja nice. Ich bin dann immer schon ein Koop-Verfechter gewesen. Alles für das Team, alles für den Club. Boah, nice. Das war ein Switch Turnaround Alter, Blade Immersive. Komm, wir müssen. Boah, Alter, war das krass. Das finde ich jetzt aber irgendwie doof. Wo ist Warte, mein Instant Melf. Respawn? Melf, wo ist mein Instant? Ah, Kein Problem, warte doch mal kurz, nicht so ungeduldig. Ich muss ja auch erstmal arbeiten dafür. Melf, respawn. Bitte. Wir können nicht mehr sterben, das ist ja geil. Wir können nicht mehr sterben. Ich trinke einen Schluck. Achso, das ist dumm, weil du kannst dich nicht mehr bewegen, sorry. Ja, das ist irgendwie. Die gehen auch so ruckartig dann irgendwie. So, meine Damen und Herren, als externer Boah, war das Beobachter laut. Ich mal die Kommentation übernehmen. Ab jetzt bin ich raus, denn ich sehe die beiden Mitspieler nicht mehr. Warte, ich muss. Was? Hier was, was? Ein Double Trick Death Jump. Nach, auch hier gefolgt von einem Double Trick Death Jump von M-Pox. Gute Nummer. Aber jetzt liegt natürlich hinten dran, weil diesen Move hat jetzt natürlich Flash vorgemacht. Das heißt, er kriegt die gleichen Punkte, geht hier nicht in Führung. Jetzt kommt es drauf an, wer macht hier den Stunt, um die Führung zu übernehmen. M-Pox zieht hier Flash ab. Sehr gute Führung. Ein klarer Punkt. Das gibt gute Punkte bei den Richtern. Und auch die Fans sind dabei. Man hört die Jubelschreie nicht. Unglaublich gute Stimmung hier. Im Himmelreich, eine meiner Lieblingsarenen in diesen Paralympics. Wunderbar. Oh Gott. Ja. Was war das? Ich war Was total soll ich konzentriert da und habe mich ich? Total vor Publikum gefühlt. Hast du mal erwähnt, dass ich früher Shoutcaster war? Ja. Ganz verborgene Talente. Echt denn? Was denn? Was für ein Spiel? Medieval 2, Shun 2 und StarCraft 2. StarCraft 2 auch? Das ist ja gar nicht so lange ja, her. Ja, ich hab hier Huma J, ne? Wie, wann, wo? Nein, privat in so einem Forum. Da hatten wir vielleicht pro Cast 50 Zuschauer bei YouTube oder so. Das ist doch krass. So. Ja.
Nach diesem Let's Play werden wir auch ungefähr bei der Zeit sein. Das Problem ist, dass wir. Ich hab dich weggesmackt. Und dann macht er die Blitze kommen und macht. So, Achtung, warte, jetzt. Ich versuch's zu überlegen, wie. Etwas. M-Pox, man sieht es hier, M-Pox überlebt die Krampfadern auf der Stirn, nimmt immer mehr zu, der Schweiß. Das Ding ist, das ist total komisch, wie die sich verhalten, ich check's nicht. Und da, oh, er spielt check's. Die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche ist natürlich ein fieser Bitch-Move. Sieht man eigentlich nicht gerne in der Liga, Cheese-Play, cheesy. In diesem Ranking-System ist das schon noch okay, was gibt's noch? Ich versuche gerade krampfhaft mich an StarCraft 2 Fachbegriffe zu erinnern, mir fällt nicht ein einziger ein. Scheiße. Das ist total behindert, ohne Scheiß. Also ich würde erstmal 5 Worker, der erste ist krass. Den Long Way, und dann gehen wir auf A Lane, die Lane A, Long A. Das gibt's überhaupt nicht. Ich rall die Wehre von den Seiten. Ich check das auch überhaupt nicht, auch ich kann die ganz, ganz schlecht steuern. Hast du Melf gehört? Da, los, Pinguin. Was passiert? Und da kommt im Hintergrund ein Drache geflogen, das wird ein großer Fun-Faktor. Ich sag's auf jeden Fall jetzt schon mal. Jetzt ist da raus, macht gar nichts, das ist lieb. Für alle, die das Spiel kaufen wollen, wir sagen das jetzt schon mal, den Instant Revive gibt es nicht umsonst. Der kostet extra, aber ich biete mich da jederzeit an, natürlich nur ein Spiel gleichzeitig. Aber wir würden natürlich auch andere Mitarbeiter des Get Gaming Teams beauftragen, um euch dann gegebenenfalls weiterhelfen zu können mit einem Instant Revive. Weißt du, was das Lustigste war? Dass ich im Grunde der Schuldige war, warum es nicht weiterging. Kein Ding. Weil du darfst die Dinger einfach nicht bewegen mit dem Zauber. Ich guck mal, ob ich Melf hier wieder krieg. Ich belebe aber immer Kugel? Noch Flash hier hinten wieder. Ist da eine Kugel? Oh, hier ist ein Endgegner. Ja, Melf soll wieder aktiv einsteigen in die E-Sports-Liga, aber Melf, also ich sag wirklich, ich bin da raus, ich bin auch zu alt für und ich sag, M-Pox hat den Absprung eigentlich nicht geschafft, als er auf dem Boden war. Boah, das ist das geil hier, ist das geil. Die jungen Wilden, M-Pox, du bist ganz allein. Ja, ich kann nichts machen. Aber jetzt hat er Michael Schumacher hier nochmal ein großes Aufleben, obwohl sein Karriereende eigentlich schon bekannt gegeben war. Unglaublich, aber. Lass uns ihn kaputt machen. Wir müssen da oben. Ich bin tot. Irgendwie. Ach so, ihr seid jetzt beide tot, ja cool. Ja. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, ich überlege mir doch bald ein baldiges Comeback zu starten. Ich habe doch gesehen, ohne mich geht es nicht weiter. Deswegen oh, jetzt sind endlich wieder da. Nee, doch, Melf ist auch wieder da. Melf, beweg dich! Was ist los? Nein, ich muss erstmal mein Mikro wieder hinstellen. So. Hattest du das in der Hand? Ich bin völlig außer Form. Meine aktive Karriere ist halt wirklich schon sehr lange her. Bin ich gefressen worden? Ein bisschen. Also, ich bin wieder jetzt im Kommentar. Oh Gott, es ist anstrengend. Wie Schuhbacher, so. Toll, Flash schießt Pfeile, Mpox macht eine Tanke vor, um den Pfeil zu kommen. Das ist Teamplay, da muss ich eigentlich doch kommentieren. Ihr Noobs. Na? Okay, da ist die HP, der hat gar nicht mehr so viel. Halt es da raus, der hat nicht so viel. Aushalten, nicht von mir. Ah, ist eigentlich die neue eine Instanz. Gebaitet hab ich den. Gebaitet? Der hat gedacht. Da geht er down. Das hätte wohl keiner gedacht, dass Flash hier irgendwas reißen würde. Oh. Ey, die haben ja magnetische. Mein Schild hat magnetische Kräfte, das war das Problem. Oh. Was zu springen? Die sind voll behindert, die Teile. Nee, die Teile sind nur behindert, wenn ich sie bewege. Ja, aber jetzt sind die gar nicht. Oh, ich glaube, ich brauche nicht. Jetzt werden wir nicht was kaputt machen. Aber leider braucht ihr mich nicht, weil Flash schon so toll. Ich glaube, jetzt muss ich sie bewegen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich will erstmal. Aber siehst du den Erfahrungspunkt, den da möchte ich gerne haben, den großen. Das ist da ein Respawn-Timer. Quatsch, der da unten. Das Problem ist, wie sollen wir das hier machen? Ich mach bitte? Das mal eben. So. Noch 9, dann kann ich die Spezialfähigkeit. Ey, das ist ja ein neuer. Noch 9. Alter, das ist ein neuer. Den muss ich auch noch holen. Du hast den gar weg. Nicht bekommen. Ist dir schon bewusst? Oh. Goll. Ich mach die Planke weg. Oh. Ich hab gehört, ihr seid die Planke weg. Ja, du kannst das Ding auf diesen Elektrokugel-Ding so Griffizierer und dann kann man. Oh, jetzt. Ich muss wieder runterkommen. Also, ich bin gerade im RDS-Modus. Ja, bitte? Ganz langsam. Ja, da oben ist eine Truhe auf dem Ding. Da, so halt. Schick die noch ein bisschen runter so und jetzt komm ich nämlich nicht, sondern sterb. Warte mal. Kannst du die noch ein bisschen runterkriegen, die Blitzplattform? Du siehst das rechts. Ja, warte, jetzt. Das ist Haude Lukas. Jetzt kann ich nichts mehr machen, wenn du da drauf bist. You found a collectible painting at Mystery Peaks. Das ist mein, ohne Witz die schönste Art, die ich je gesehen habe. Bis jetzt grafisch das Schönste am Tryen. Naja.
Das kann man sich jetzt drüber streiten. Über deinen Kunstgeschmack können wir uns ja schon oft. So. Nein, da das oben ist ja schon wieder so ein Elektrowasser. Wow. Das ist wieder so eine Riesen. Aufgabe. Jungs. Nice. Ich war's. Aua. Aber ich bin auch tot. Das ist voll der Hänger. Geil, der hat sich da noch. So, nee, wir cutten noch nicht. Es geht fröhlich weiter. Wo sind wir hier? Wir buggen uns. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist es gerade nicht. Also machen wir weiter. Oh, verdammt. Nein. So, okay. Dieses Ding stackt schon wieder. Das macht mir Angst. Aua, das sind ja Stachel. Ah, ich habe eine Idee. Da kann man was reinstecken in die Stachel. Einfach seine Planken machen wieder alles kaputt. Guck dir das doch mal. Also, ich muss sagen, die Bugs nehmen zu. Haben wir nie Probleme gehabt, ne? Aber jetzt so langsam. Ich bewege das mal hin und her, wo wir drauf laufen, das ist viel einfacher. Kannst du nicht, du springst ja mal. So. Hui! Oh. M-Pox, spring! Wie du noch nie gesprungen. Ja. Für die nice. Freiheit, M-Pox. Oh! Immer wenn M-Pox allein ist, gibt's Kämpfe. Gibt's Drachen. Oh. Was belebt? Er belebt mich wieder. Oh. Was ist das denn für ein Kasten da unten? Siehst du, hast du das gesehen? Ja, das ist voll Elektro, Schickimicki, Hip-Hop und so. Hip-Hop? Echo Fresh soll gut sein. Ist auch wirklich. Ey, mein Spiel laggt voll. Nein, das ist der Drache. So, jetzt komm, Melf, hau rein. Komm, ich weiß nicht, wie die Plattform bei mir laggt, das ist voll komisch. Ich hab hier gefühlt mit den Plattformen 2 Frames die Minute, so jetzt. Echt? Ja, ist ganz komisch, die stackt bei mir total. Der Turm wackelt auch wie Sau. Alter, ohne Mist, aber diese Planken, ne, die blocken nur meine Pfeile. Ich dachte, ich wollte mal so ein Oh, warte, ich belebe euch wieder. Alter, das Spiel laggt bei mir wie, Ja, das ist... Nein, nicht durch den Strahl! Warum? Würdest du nur wiederbeleben. So. Ja, aber durch den Strahl könnte auch... Oh, nett. Okay, uns rüber, alle drei. Jetzt den Drachen platt machen. Jetzt den Drachen. Melf. Alles klar. Ich mach den Herr der Nudeln. Ich bin bereit. Hä? Ah, warum bin ich denn jetzt gestorben? Meine Nudel? Da muss wohl die Hammer her. Ich muss erstmal seine Nudeln klein kriegen, dann kann ich ihn töten. Ach so, die muss man zurück. Jetzt verstehe ich den Scheiß. Jetzt habe ich es auch verstanden. Cooler. Ein Gegner, der nichts macht, aber lange zum Töten. Quasi ein Tank. Ah, hier sind ja Blitze. Da. Wiederbelebungsding. Zack. Erstmal taucht. Ja, erstmal abtaucht. Erst ja. Warte, da kann ich auch was schmeißen. Ist da bei euch nur so totale... Hebelbeauftragter. Hip-Hop und nein, so. Nein, das taucht auch gerade mit mir. Lass uns doch mal ein kleines Bad nehmen. Immer die romantischen Stellen macht M-Pox immer kaputt. Was ist das für ein hässliches Kraftwerk hier? Du brauchst Strom, M-Pox. Wir brauchen den Strom da drin. Warte, ich lade das mal auf. Ich will Strom. So, Moment, ich muss das hier... Dr. Tesla? Ah ja, okay, verstehe. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Du musst es einfach nur runterziehen. Runter. Ja, so geht's auch. Ja, Hebel. Also ich zieh das hier so runter. Ich mach den Hebel. Dann zieh mal runter jetzt. Der Hebel ist an, ich brauche aber noch einen Strom hier. So, jetzt. Wow, was geht ab? Ich bin hier auf irgendeinem Flugzeug, komm zu mir. Ich glaube, ich bin gestorben. Ich glaub dich nicht. Was ist das? Ich bin ein Panzer. Geil, Panzer. Klar kann das fliegen mit den paar Flügeln. Das ist ja geil. Genau. Aus Schwermetall. Gegen der Propeller kreist nochmal durch die Wildnis. Aus altem Metall. Alter, ist das geil. So habe ich mir den Weihnachtsmann schon im Vorgestellt. Alter, ey. Ja, da schmiert er ab. Nee, noch nicht. Ich glaube, das ist das Finale, oder? Jetzt glaube ich wieder den Weihnachtsmann. Was ist noch der Typ da bei Warband? Bei auf der Gamescon bei Warfighter, der immer die Explosion nachgemacht hat mit dem Mund. Das war bei mir auch erst. Ja, genau. Beatbox. Wer ist diese mysteriöse Gestalt an der Kanone? Bestimmt kein Goblin. Kanone, der Kalle. Ist ein geiler Goblin. Der stellt das Bild an meine Plauze so raus, das finde ich nicht gut. Suddenly an uninspected attack had blasted our heroes from the high skies. Der ist ja einfach der Satz. Ja, auf jeden Fall. Plötzlich hat ein überraschender Angriff unsere Helden aus dem Himmel geholt. Geblastet.
Was ist da, was hat das unten mit der Klimaanlage auf sich? They clung to the air machine as it spiraled down towards the ground where the wicked goblins were waiting for them to crash. Erst naughty, jetzt wicked, also irgendwie haben die auch was gegen die. Ja, wicked. Cut? Ich würde sagen, cut. Cut. Also nee, eigentlich noch nicht so ganz cut. Ja, dann machen wir weiter. Ja, dann. Was hast du an? Sie will nicht mehr mit mir sprechen. Nee, wir cutten jetzt wirklich, weil das jetzt eine neue Welt kommt, ne? Also das wird ein bisschen kürzer. Glas und Edelstahl. Hübsch. Was? Das hat aber lange gedauert. Alles klar. Das ist ja schon... Was sie anhat und so. Ja. Ach so, jetzt wirklich, du bist erst recht, wo ich vorher gedacht, na egal. Okay. Tschüss. Tschüss, Gladys. Tschüss.